Auch diesen Sonntag wieder ein Text aus dem Galaterbrief. Wir sind inzwischen bei Galater 5 angekommen, und zwar die Verse 13 bis 15 lese ich uns gerne vor. Dort steht, Paulus schreibt an die Christen in Galatien: Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen. Aber benutzt eure Freiheit nicht als ein Vorwand, um eurer menschlichen Natur zu folgen. Dient euch vielmehr gegenseitig in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ein einziges Gebot befolgt wird, nämlich folgendes: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Aber wenn ihr einander wie wilde Tiere beißt und auffresst, dann passt auf, sonst wird am Ende sogar einer von dem anderen verschlungen. Vor jetzt genau 3 Jahren sind meine Frau Miriam und ich hier in das schöne, wunderschöne Freiburg gezogen. Und wenn man so aus dem etwas kühlen und rauen Norden hier in den Süden zieht, in das liebliche Freiburg, dann genießt man das natürlich. Und ich sage manchmal zu Miriam, das ist so ein bisschen heile Weltland hier bei euch, das muss man schon sagen. Also Sonne und Reben und Reisam und Bächle und so weiter und so fort. Und das gute Essen, was wir hier immer genießen dürfen. Wir fühlen uns wirklich sehr, sehr wohl hier in Freiburg. Das ist schön. Ich erinnere mich noch daran, wie die ersten Wochen hier in Freiburg waren und ich so durch die Stadt ging. Und da nimmt man ja alles ganz bewusst wahr. Und wir gingen auch an der Universität vorbei. Und da ist ja oben im Giebel dieser Spruch, die Wahrheit wird euch freimachen. Das habt ihr alle schon mal gesehen. Ich habe das hier auch noch mal. Die Wahrheit wird euch freimachen. Und ich habe mich wirklich gewundert darüber, dass so ein Zitat, es stammt ja von Jesus Christus, hier da auf der Universität so an zentraler Stelle da ist. Und ich habe mich auch gefreut darüber. Da sind ja unendlich viele Studenten und ich weiß nicht, wenn man mal eine Umfrage machen würde, vielleicht muss man das mal machen, wenn man sie mal fragen würde, wisst ihr, woher dieses Zitat stammt, wer das ausgesprochen hat? Ich glaube, wenige wüssten das, dass es von Jesus stammt, aus dem Johannesevangelium. Nun, die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn dieser Satz da nur so steht, ohne Zusammenhang, dann kann man natürlich darüber anfangen zu spekulieren. Und das wird ja auch getan. Was bedeutet dann Wahrheit? Was ist denn eigentlich Wahrheit? Philosophisch oder wissenschaftliche Erkenntnis oder was ist damit gemeint? Da gibt es viel Deutungsspielraum, wenn man nur diesen Satz so dort stehen hat. Und interessanterweise, ich habe das mal gegoogelt, es gibt tatsächlich wissenschaftliche Arbeiten auch über diesen Satz an diesem Giebel der Universität. Also da wird seit 100 Jahren schon drüber diskutiert, ob das so richtig ist und wie das zu verstehen ist. Ganz interessant. Aber wenn man sich den Kontext, also wenn man sich die anschaut, in welchem Zusammenhang Jesus diesen Satz gesagt hat, dann wird relativ klar, was mit Wahrheit gemeint ist. Nämlich keine philosophische Idee, sondern eine Person. Jesus hat ja gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und einige Verse später sagt er, wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und tatsächlich, wenn Jesus uns frei macht, dann sind wir wirklich frei. Das, was Jesus getan hat für uns, bringt uns Freiheit. Das ist eine der Kernbotschaften des Neuen Testamentes. Das, was Jesus für uns getan hat, dass er für uns gestorben und auferstanden ist, dass er uns Hoffnung und Halt gibt, dass er uns ein neues Leben gibt, das macht uns wirklich frei. Wir sind durch Gott befreite Menschen. Durch das Evangelium von Jesus, durch gute Nachricht sind wir befreite Menschen. Und am letzten Sonntag haben wir uns ja damit beschäftigt und uns angeschaut, wovon Jesus uns befreit hat, von vielen Dingen, aber unter anderem auch von dem Zwang und der Angst, Götzen in unserem Leben dienen zu müssen. Und wir haben festgestellt, dass es eben nicht nur so Talismänner und Götzenfiguren gibt, sondern auch in unserer modernen, aufgeklärten Welt machen wir uns selber Götzen. Wir beten irgendetwas an, in dem Sinne, dass wir davon Glück und Hoffnung und Halt erwarten und Sicherheit. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, finanzielle Dinge vielleicht oder die Familie oder der berufliche Erfolg, die alle eigentlich in sich nicht schlecht sind. Aber wenn wir darin etwas hineinprojizieren, was uns das nicht geben kann, dann verlieren wir die Freiheit in unserem Leben und beten diese Dinge eigentlich an. Im Gegenteil, wenn wir aber wissen, woher wirklich unser Glück kommt, dass wir
nämlich von Jesus befreit sind und dass in ihm die Hoffnung und der Halt und die Zukunft liegt, dann können wir all diese Dinge ganz entspannt erleben, sogar genießen, weil wir nicht von ihnen abhängig sind. Das hatten wir uns bewusst gemacht. Und das Zweite war, dass wir uns bewusst gemacht haben, dass Jesus uns auch von jeder Form von falscher Religiosität befreit. Wir Menschen neigen dazu, und selbst auch Menschen, die eigentlich sich als Christen verstehen, zu denken, dass die Liebe Gottes zu uns abhängig wäre von unserem Verhalten. Wenn wir uns gut verhalten, dann liebt Jesus uns. Und wenn wir uns schlecht verhalten, dann ist er böse auf uns und straft uns. Das ist ein menschlicher Gedanke. Aber die Botschaft von Jesus lautet ja, dass Gott uns liebt, obwohl wir eigentlich feindlich ihm gegenüberstehen. Paulus sagt das mal, Gott hat euch schon geliebt, als ihr noch Gottes Feinde wart. Und wenn wir das verstanden haben, dass die Liebe Gottes nicht abhängig ist von unserem Verhalten, sondern dass die Gnade ausgesprochen ist über unserem Leben, dann macht uns das frei. Es befreit uns von jeder Angst in unserem Leben, sodass wir ohne Angst zu Gott kommen dürfen. Wir sind durch das, was Jesus getan hat, Kinder Gottes geworden. Er liebt uns immer gleich. Und leider vergessen wir das häufig, und dass wir Kinder Gottes sind, und wir fangen wieder an, uns wie Sklaven, wie Knechte zu verhalten, die Angst vor ihrem Herrn haben. Und das darf nicht sein. Der ganze Galaterbrief ist ein Plädoyer für die Freiheit in Jesus Christus. Und auch hier in diesem Vers, den ich eben gerade vorgelesen habe, schreibt Paulus ja: Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen. Freiheit, das steht über eurem Leben. So weit, so gut, mag man meinen. Wir befinden uns jetzt an einer Stelle im Brief, wo Paulus diesen Satz, ihr seid zur Freiheit berufen, nimmt und jetzt da ausführt, was das bedeutet und was das vielleicht auch nicht bedeutet. Und das schauen wir uns heute mal etwas näher an. Er sagt, ihr müsst das mit der Freiheit aber richtig verstehen. Vers 13: Ihr seid zur Freiheit berufen, aber benutzt eure Freiheit nicht als ein Vorwand, man könnte auch übersetzen Freibrief oder Sprungbrett, um eurer menschlichen Natur zu folgen. Okay, er sagt Freiheit ja, aber ihr müsst die Freiheit richtig verstehen. Ihr müsst die richtigen Schlüsse daraus ziehen aus der Freiheit und nicht die falschen. Was könnten dann falsche Schlüsse sein? Was könnten dann Missverständnisse sein dieser in Gott geschenkten Freiheit? Ich habe mal 3 populäre Missverständnisse versucht herauszudestillieren. Das eine ist dieses Missverständnis zu meinen, Freiheit bedeutet, die Gebote Gottes sind überholt und gelten deshalb nicht mehr. Dieser Irrtum ist im Moment wieder sehr populär, aber es gab ihn letztlich schon immer. Also auch schon zu Zeiten von Paulus, dass Leute gesagt haben, naja, Freiheit, das bedeutet ja, dass wir nicht mehr an die Gebote Gottes gebunden sind. Wir können eigentlich machen und tun, was wir wollen. Viel schlimmer ist eigentlich noch das, was häufig bei uns passiert und was ich auch bei mir selber beobachte, dass ich gar nicht sage, die Gebote Gottes gelten nicht mehr, sondern dass ich einfach die Gebote Gottes nicht beachte, dass ich an ihnen vorbeigehe, ohne das vielleicht auszusprechen. Aber das wäre ein Missverständnis. Die Gebote Gottes gelten immer noch. Natürlich, wir müssen die Gebote Gottes immer wieder neu lesen, im Zusammenhang, wir müssen sie verstehen unter dem Licht des Evangeliums, weil sich natürlich in unserem Herzen und in unseren Traditionen manchmal ein falsches Verständnis der Gebote Gottes auch festmacht. Deswegen ist es richtig, sich mit den Geboten immer wieder neu zu beschäftigen, ja. Aber wenn wir die Gebote Gottes relativieren, wenn wir sie für überholt erklären, dann verlieren sie die Aufgabe und die Kraft in unserem Leben. Der christliche Glaube wird, wenn wir die Gebote Gottes relativieren, an Relevanz verlieren. Heute wird genau umgekehrt manchmal argumentiert, wenn wir in dieser Gesellschaft noch relevant sein wollen, von Bedeutung sein wollen, dann müssen wir die Gebote relativieren. Aber das ist ein Missverständnis, denn das, was bedeutungsvoll ist, was relevant ist, hat mit unserem Leben zu tun.
Ja, aber das andere ist, dass es auch anders sein muss als das, was wir bisher gehört haben. Also gerade die Andersartigkeit, das herausfordernde Element, das Neue, ist wichtig, damit wir wirklich profitieren können von den Geboten Gottes und von dem Wort Gottes. Und deswegen ist es, glaube ich, unendlich wichtig, dass wir uns immer wieder auch mit den Geboten beschäftigen und sie nicht in einem falschen Verständnis der Freiheit für überholt erklären. Jesus war da eindeutig, Matthäus 5, er sagt, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und noch nicht einmal ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote, und wäre es das geringste, für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, der gilt im Himmelreich als der geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Das zweite Missverständnis, Freiheit bedeutet, jeder muss selber entscheiden, was gut für ihn ist. Kennt ihr das? Das sagen wir manchmal so. Muss doch jeder selber wissen, was gut für ihn ist. Was für den einen gut ist, muss für mich noch gar nicht gut sein. Das ist ein Glaubenssatz in unserer Gesellschaft geworden. Ja? Es ist gut für dich, wenn du dich gut dabei fühlst. Dann ist es in Ordnung. Aber wenn wir nur ein bisschen darüber nachdenken, dann stellen wir fest, Moment mal, das ist ja sehr, sehr, sehr subjektiv. So zu leben, das gelingt uns eigentlich nur auf einer einsamen Insel, wo wir der Einzige sind. Denn wenn wir mit anderen Menschen zusammenleben, dann ist es nicht egal, wie ich mich verhalte und ob ich mich nur gut dabei fühle. Die Gebote Gottes haben auch die Funktion, dass sie uns helfen, in Gemeinschaft miteinander zu leben. Sie regeln das Miteinander. Sie setzen den Standard für das Miteinander. Und das ist klar, dass das nicht nur abhängig sein kann von meinen Gefühlen und ob ich damit zurechtkomme oder nicht. Das dritte Missverständnis, Freiheit bedeutet, nichts muss, alles kann. Kennt ihr auch diesen Satz? Ich muss erstmal gar nichts. Ja? Keiner in meiner Familie, nicht mein Partner, auch nicht meine Gemeinde, letztlich Gott selber nicht, darf mir vorschreiben, was Sache ist, was ich zu tun und zu lassen habe. Wer meine Freiheit einschränkt, begeht Missbrauch. Das ist so eine These auch. Aber jeder weiß, dass so das Leben nicht funktioniert. Wenn das Argument ist, dann ist für Egoismus und Lieblosigkeit Tor und Tür geöffnet. Okay, das waren Missverständnisse. Paulus schreibt, benutzt eure Freiheit nicht als Vorwand, um eurer menschlichen Natur zu folgen. In euch drin steckt Egoismus und Egozentrik. Und wenn ihr meint, dass Gott euch Freiheit schenkt, um das auszuleben an Destruktiven, was in eurem Leben ist, dann geht ihr an dem Ziel vorbei. Ich habe mal versucht, das in einem kleinen Schaubild hier mal deutlich zu machen. Also man muss erstmal unterscheiden, die Freiheit wovon befreit Gott uns und wozu befreit er uns? Denn die Freiheit ist nicht einfach nur ein Zustand, den wir haben, sondern es ist auch eine Aufgabe, die wir von Gott bekommen. Und vielleicht könnte man es so ausdrücken, die Freiheit, die Gott uns schenkt, befreit uns von Angst, Druck und schlechtem Gewissen. Das, was ich vorhin beschrieb, dass wir uns meinen, die Güte und Liebe Gottes erarbeiten zu müssen, dass Gott uns straft. Das Evangelium sagt uns, die Strafe liegt auf ihm, wir sind frei. Aber sie befreit uns nicht von den guten Ordnungen Gottes, die er festgelegt hat. Das wäre ein Missverständnis. Und wozu befreit uns das Evangelium? Es befreit uns, um einander zu dienen und zu lieben. Das ist die Zielrichtung. Das hat Gott mit uns vor. Und er befreit uns nicht dazu, dass wir unseren Egoismus einfach ausleben. Paulus schreibt, eurem Fleisch, das ist so diese biblische Begrifflichkeit, Fleisch meint Egoismus, Egozentrik des Menschen. Das hatten die Galater offensichtlich nicht verstanden, was das Ziel der Freiheit war. Und deswegen war es da bei den Galatern zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen, wo Leute sich auf Freiheit berufen haben
um einfach ihren Egoismus auszuleben. Und dann kam es zu heftigen Auseinandersetzungen. Und er schreibt das hier: Wenn ihr einander wie wilde Tiere beißt und auffresst, da war also ordentlich was los, dann passt auf, sonst wird am Ende sogar einer vom anderen verschlungen. Wenn wir manchmal sagen, früher war alles besser, nee, da war nicht alles besser. Die haben sich gebissen und gekniffen und drohten einander aufzufressen. Stattdessen schreibt Paulus noch einmal, wie wir das Evangelium oder die Botschaft der Freiheit richtig verstehen können. Vers 14, dient einander gegenseitig in Liebe, denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ein einziges Gebot befolgt wird, nämlich folgendes, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Er sagt, darin ist alles drin, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das Evangelium macht uns zu großzügigen, selbstlosen Menschen, die bereit sind, den anderen wirklich zu lieben. Und das lass uns mal ein bisschen anschauen, diese Stichworte. Das Evangelium macht uns großzügig. Ein Mensch ohne das Evangelium, ohne diese Botschaft der Gnade Gottes, lebt in Angst, hatten wir festgestellt. Und wer in Angst lebt, der wird peinlich darauf achten, dass er selber nicht zu kurz kommt. Und das bezieht sich auf vieles in unserem Leben, auf das Materielle, dass Leute sagen, ich kann noch nichts abgeben, wer weiß, ob ich da noch genug habe. Ich weiß nicht, was da noch für Zeiten kommen werden, ob das alles reicht. Und die Leute horten ihren materiellen Reichtum bei sich selber aus Angst, weil sie nicht wissen, dass es einen guten Gott gibt, der für sie sorgen wird. Aber auch Großzügigkeit im Umgang miteinander. Wenn ich nicht diese Gnade Gottes angenommen habe und erlebt habe, dann werde ich immer auf die Fehler und Schwächen meiner Mitmenschen schauen und ich werde ihnen nicht vergeben können, sondern ich werde sie festnageln daran. Ich werde sie festnageln an ihren Fehlern und Schwächen. Nun kann man fordern, nun sei doch nicht so knauserig, nun ein Tritt in den Hintern, aber das nützt ja meistens nichts. Ein Mensch, der so in Angst lebt, der findet nicht die Freiheit dazu. Und deswegen dürfen wir diese Botschaft hier nicht immer nur als einen Appell hören, sondern wir müssen sie eben halt einbinden in das Evangelium und vom Evangelium her verstehen. Das Evangelium von Jesus lehrt uns, dass Gott ein reicher Gott ist und dass wir seine Kinder sind, dass er uns mit allem beschenkt, was wir brauchen, mit allen guten Gaben, die kommen von Gott. Und das beinhaltet Essen und Trinken und unser Haus und unsere Wohnungen und unsere Autos oder was wir sonst noch haben. Aber es beinhaltet eben auch das Geistliche, die Vergebung, die Hoffnung, die wir haben in unserem Leben, die Annahme, die Gnade. In Jesus beschenkt Gott uns reich. Und wenn wir das verstanden haben, je mehr wir das verstanden haben, umso großzügiger dürfen wir auch und können wir auch zueinander sein. Wir brauchen eine Veränderung unseres Herzens und das gelingt uns nicht durch einen Appell, auch dem Pastor nicht. Ich kann tausendmal zu euch sagen, seid großzügiger, seid großzügiger. Und vielleicht fangt ihr dann auch an, oh, ich muss. Aber wenn wir verstanden haben, dass wir großzügig sein dürfen, weil Gott so großzügig zu uns ist, dann verändert das alles. In Hamburg bin ich manchmal in meiner Mittagspause zu Burger King gegangen. Das mache ich heute auch noch, aber erzählt es bitte nicht meiner Frau, die findet das nicht so gut. Und bei Burger King war das so, ich musste dort immer ein paar Stationen mit der U-Bahn fahren, bis ich da war und musste dann, das war in Hamburg-Altona, mich durch diesen öffentlichen Raum da bewegen. Und hier in Freiburg gibt es ja schon viele Leute, die auch betteln, aber in Hamburg ist das noch 10-mal so schlimm, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also man kann da eigentlich gar nicht, also in der U-Bahn und auf dem Weg runter und in der Wandhalle, dauernd wird man angesprochen von Leuten, die irgendwas von einem wollen. Und so war das auch so ein Tag, wo also dauernd Leute mir irgendwie sagten, sie wollten Geld von mir. Und das hat mich an diesem Tag wirklich angenervt. Kennt ihr sowas, dass man manchmal denkt so, will nicht mehr, ja. Und das war so ein Tag und ich ging dann zu Burger King rein und bestellte mein Menü und musste ein bisschen warten.
Das war gar nicht so lange, vielleicht 5 Minuten, etwas länger als normal. Und als ich dann endlich mein Menü bekam, da war irgendwas schiefgegangen im Hintergrund, sagte der Manager da bei Burger King, das war ein Deutsch-Türke, du brauchst heute nicht zahlen, sagt er. Du musstest so lange warten, kriegst du heute umsonst. Wow, habe ich gedacht. Habt ihr schon mal bei Burger King umsonst gegessen? Das ist doch richtig cool, oder? Also, ich habe mich richtig gefreut, meine 5 Euro wieder eingesteckt, habe mich an den Platz gesetzt und habe es genossen, da meinen Burger zu verdrücken. Und als ich da so saß und aß, kam plötzlich ein Bettler an, bei Burger King, im Laden, und wollte was von mir. Und ich war schon wieder so, dass ich dachte, boah, den wimmel ich jetzt ab. Und dann dachte ich darüber nach, Moment mal, du hast doch eben 5 Euro geschenkt bekommen. Dann kannst du ihm doch das Geld geben. Und wisst ihr was? Es fiel mir gar nicht schwer, dem Bettler etwas zu geben. Warum? Weil ich gerade etwas geschenkt bekommen hatte. Und ich sage jetzt nicht, dass ihr bei Burger King essen müsst und auch nicht, dass ihr jedem Bettler was geben müsst. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn wir etwas geschenkt bekommen, wenn wir uns als Beschenkte fühlen, dann fällt es uns viel leichter, etwas abzugeben. Und so ist es auch, je mehr wir verstanden haben, dass wir beschenkte Menschen sind, dass Gott uns etwas gegeben hat, und zwar reichlich, überfließend, umso leichter werden wir in der Lage sein, anderen etwas abzugeben. Wir bekommen die Freiheit, großzügig zu sein. Das zweite ist die Selbstlosigkeit. Der Reformator Martin Luther hat einmal den Menschen ohne Gott, ohne das Evangelium, ohne die Botschaft von Jesus, als Homo incurvatus bezeichnet. Das heißt, als in sich gekrümmter Mensch. Also, was meint er damit? Er meint damit nicht eine äußerliche Krümmung, sondern eine innere Krümmung. Er meint, wenn wir nichts von Gott und seiner Liebe wissen, dann schauen wir nur auf uns. Dann sind wir in uns verkrampft sozusagen. Wir halten alles fest, was wir haben. Wir schauen nur auf uns und wir sehen den anderen gar nicht, weil wir so auf uns konzentriert sind. Aber das ist eine Verkrampfung, eine Krümmung in unserem Leben. Ein Mensch, der nichts von der Güte Gottes weiß, der wird seine Bedürfnisse, seine Vorlieben, seine Interessen immer in den Mittelpunkt stellen. Ich muss mich doch wohlfühlen, mir muss es doch gut gehen, um mich muss man sich doch sorgen. Aber wenn wir die Gnade Gottes in unserem Leben erfahren, wenn wir wissen, da ist einer, der sich um mich kümmert, dann wird das dazu führen, dass dieser Haltungsschaden sich löst, dass diese Verkrümmung sich löst und dass wir auf einmal aufrecht gehen können. Und wenn wir aufrecht gehen, im Gegensatz zu unserer Verkrümmung, dann sehen wir auf einmal wieder unsere Mitmenschen. Also, dann wird aus uns ein Homo erectus, so kann man das vielleicht sagen, ein aufrecht gehender Mensch, der seine Verkrümmung hinter sich gelassen hat. Und das ist ja diese Frage, die wir uns zu stellen haben. Wie sieht eigentlich unser Leben aus? Sind wir in der Lage, den anderen anzuschauen oder sind wir nur auf uns bedacht? Und das Evangelium sagt, wenn du das Evangelium annimmst, wenn du um die Gnade Gottes in deinem Leben weißt, dann wirst du aufrecht gehen können. Und das dritte ist die Liebe. Paulus schreibt, denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ein einziges Gebot befolgt ist, nämlich folgendes: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Durch das Evangelium bekommen wir die Freiheit, unsere Mitmenschen zu lieben. Dann ist Liebe nicht nur eine Forderung an uns, sondern es ist auch ein Zuspruch an uns. Gott liebt dich. Und wenn ich das weiß und verstanden habe, dass es da eine bedingungslose Liebe gibt für mein Leben, dann werde ich in der Lage sein, aus dieser erfahrenen Liebe Gottes, nicht nur einmal erfahrenen Liebe Gottes, sondern immer wieder neu erfahrenen Liebe Gottes, wirklich anzufangen, den anderen zu lieben. Also meine Frage an uns heute Morgen lautet, bist du ein Homo
incurvatus oder ein Homo erectus? Bist du ein in dich selbst verkrümmter Mensch, auf dich selbst bezogen, oder hast du die Gnade Gottes erfahren in deinem Leben und kannst die deinen Mitmenschen anschauen und seine Bedürfnisse? Hast du die Freiheit, großzügig zu sein? Hast du die Freiheit, zu dienen? Hast du die Freiheit, zu lieben? Meine Frau sagt manchmal zu mir, weil ich so natürlich dazu neige, etwas verkrümmt mich zu setzen beim Essen und so, aufrecht, Markus, du musst dich aufrecht hinstellen. Hat sie auch recht, aber ich möchte euch das heute mal zusprechen im geistlichen Sinne. Ja? Wir neigen dazu, immer wieder so in uns zusammenzusacken und dann haben wir nur noch unser kleines Blickfeld und unsere kleinen Wünsche und Ideen und unser kleines Leben. Und ich möchte euch sagen heute, aufrecht, liebe Geschwister, aufrecht. Schaut einander an, schaut die Bedürfnisse des anderen. Gott befreit uns zum Dienst und zum Lieben. Amen.